wir zurück für den ganzen Quatsch. Sie dich behalten. Ich würde halt eher Gale rausnehmen, weil Gale ist Fernkämpfer. Aber rotzt halt rein. Drei Nahkämpfer und ein Kleri? Wir nehmen drei Nahkämpfer und ein Kleri. Why not? Könnte ja amazing werden. Ich weiß nur nicht so genau. Ja, yeah. Als Gale. Go ahead. I'm listening. Bleib mal. Question the wisdom of that decision, but so be it. I'll be here in the meantime, idling away the hours. Ach, da hat sie ihn angeschrien. Wolltest du einen Film schauen? Was wolltest du denn für einen Film schauen? Ich danke fürs Reinschauen. Vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Oder später. Ich weiß es nicht. Oh, jetzt muss ich sie erstmal leveln. Ich raste aus. Beachfilm schauen. Okay. Was ist das? Extra Angriff. Oder ohne Waffen kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff ausführen. Okay. Nehmen wir. Eigentlich ist sie... Oh, sie hat aber auch so wenig Leben, ne? Wünsche ich auch. Und viel Spaß beim Film. Freut mich, dass dir hier gefallen hat. Oh, lass ich Karlach hier? Nehmen halt dafür ihn mit. Aber Karlach rockt halt so rein, ne? Aber ich brauche keinen Barry und einen Barbaren. Oh nee, nicht du. Mir. Soldier. Come on. You don't mean that. Nein, ich meine das nicht. Aber wir müssen leider Lesel mitnehmen zur Krippe. Go ahead. I'm listening. With so. Alle full life, alle Zauberplätze voll. Ja, alles klar. Hallo? So. Gut. Dann wollte ich ja gleich nochmal gucken, ob ich mich nochmal verprügeln lassen kann. Und wir gehen jetzt erstmal gucken, ob wir uns verprügeln lassen können. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Ich glaube, in der Nähe von dem Gebirgspass war ich jetzt zuletzt. Ja. Genau. Aber... ich würde vorher gern nochmal... dahin gehen. Oh, cool. Erstmal Initiative würfeln. Wer stört? Ah. Schieß halt auf ihn. Wow. Er bringt halt auch eine 12 nix. Super. Schieß nochmal auf ihn. Wunderbar. Tja, da wird sie nicht hinkommen. Oh, da kommen die Nächsten. Ich habe doch das Lager hier schon mal zerlegt. Junge, Junge, Junge. Komm mal wieder weg. Okay. Ich wollte halt eigentlich... nee. Eigentlich nur noch mal diesen Segen haben. Vorteil, Nachteil, was denn nun? Boah, Matt.
Au. Boah, hat ihn trotzdem getroffen. Alles super. So, du machst erstmal den hier. Und dann machst du noch den hier. War nicht der Plan. Machen wir jetzt trotzdem so. Ja. Er würfelt halt. Ja, ist richtig. Alles irgendwann schon mal zerlegt. Er kommt halt auch nirgendwo ran, ne? Da rankommen. Steht doch da jetzt direkt vor. Ja, manchmal irritiert mich das. Dieser nicht genügende Bewegungsrate. Reicht's hier aber? Nachteil. Nachteil. Ungültiges Ziel. Na gut. So, trotzdem weggeschnipselt. Ja. Keine Bewegungsreichweite mehr. So, ich gehe mal in die Richtung. Ich hatte doch aber noch irgendwas anderes. Ach, dann nicht. Mich nicht hin. Also machen wir den hier. Monster Fluffer. Er labert da. Er labert auch noch irgendwer. Oh. Die Kiste schon durchsucht? So. Oh. Brennen. Ich glaube, du spinnst. So, und Aktion. Welche mit dir? Er lebt noch? Ein Leben? Holy Macaroli, okay. Sorry. Au. Jo, gut. Die sind jetzt alle down. Dann muss ich halt in die Richtung. Oh, verstrickt. Ich werd welk. Nachteil immobil. Trotzdem getroffen. Und hepp. Und hepp. Wow. Sad mad. Werden jetzt gekriegt. Rast aus. Den hier. Sprich damit. So. Ja, komm ran hier.
einfach nichts aushält. Da ist noch einer, den habe ich gar nicht gesehen, dem Gnom. Witzig. Ich kann ihn nicht angreifen. Er steht da so blöd drin, ich kann ihn nicht angreifen. Witzig. Irgendwie an den ran. So. Oh, schade. Steht da schon ein bisschen echt schlecht, ne? Gelootet? Was ist denn mit mir los? Oh toll, ein Bogen. These boots have seen everything. Abenteurer, oder? Hab ich auch nicht gelootet. Noch eine. Doch, er labert noch. Oh, jetzt ist er sich umgedreht. Wie frech. Ohne Holztruhe. Oh nein. Da muss ich ja das Schloss knacken. Wie schade. Oh, Trank des glorreichen Sprungs. Wow. Useful. Gucken, ob da noch irgendwer irgendwas Nützliches dabei hat. Nein. Nein. Oh ja. Heilrüstung plus 2, mittlere Rüstung. Und flinke Blitzfüße. Wunderbar. Aus diebes Werkzeug würde ich mir noch nehmen. Teilschild, primitive Truhe. Hinten besetzt das Schild durch. Bei das Buch. Spieluhr. Ich will die Spieluhr. Liefer aus Kerzenburg, her damit. Und hier ist noch ein Buch. Wer da? Baku, Enuk. Bist du ein Werwolf? Fehlschlag. Schade. Kritischer Treffer. Schon besser. Und... Ich mit dir. Wow. Du hast auch nur Crap. Nur Crap. Mega rot. Das Hauptproblem ist ja,
dass ich langsam keine Leute mehr habe, bei denen ich irgendwelche Sachen verkaufen kann. Den Scheiß gleich mal rüber zu Lesail schicken. Da ist noch einer. Oh, mit einer ganzen Menge Gold. Oh. Was ist das? Ja, damit. Ich kann gar nichts mehr nehmen, alles klar. Hoppla. Tragekapazität überschritten. So, es geht an Schattenherz. Das kann dann Lesail. So, eine mittlere Rüstung trägt. Ich glaube, sie trägt auch eine mittlere Rüstung. Ja, Rüstungsklasse 15, Rüstungsklasse 14, Rüstungsklasse 13. Du hältst einen Bonus von 1 auf Geschicklichkeitswürfe und das ist... Untote, die den Träger angreifen und treffen, erleiden 1-6 gleißender Schaden. Tiere, die den Träger angreifen und treffen, bewirken zusätzlich 1-6 gleißender Schaden. Ja, nee, dann lieber nicht. So. Irgendwo haben wir Bücher. Hier haben wir ein Buch. Hier haben wir ein Buch. Und hier haben wir ein Buch. Hat nicht viel gebracht. Kommt ans Lager. Eine Spieluhr. Sie macht halt einfach Musik, wie schön. Das geht an Schattenherz. Eine Karte. Der ganze Kram um die Grimmschmiede. Geht ans Lager, das geht auch mal ans Lager. Hoppla. Das ist ein Tagebuch. Das hat auch nichts gebracht. Geht ins Lager. Das und das geht an Schattenherz. Und dann ist das. Das ist das. Silberbarren. Gibt bestimmt gut Geld. Das und das geht an Lesail. Du kannst besser tragen als ich. Gib mir den Loot. Oh, hier ist noch einer. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns nochmal verprügeln lassen können. Da lang war das, meine ich. Ja. Ob der Buddy hier jetzt weg ist? Nein, er ist weg. Alles klar. Schade. Mit dem hätte ich mich gern nochmal geprügelt. Die ganze Karte aufgedeckt? Ja. Ja, ja. Hier war ich überall, alles klar. Das ist das mit dem... Ja. Alles klar. Cool. Wo war das denn? War das hier bei den Statuen? Ach, das ist hier. Mhm, alles klar, cool. Dann ist, glaube ich... Das zerstörte Dorf am sinnvollsten. Ich
Denke ich mal. Ah, ich muss dahin. Okay, dann ist das das Ruhe. Da porten wir nochmal flott hin. Ja, und dann schauen wir uns einen Gebirgspass an, sag ich mal. Gehen mit Lesel da rein. Hier oben schon, ja. Leer. Leer, 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 leer. Leer, 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 leer. Beutel. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Loot, 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 loot. Dann schauen wir uns einen Gebirgspass an, würde ich sagen. Ja. Jetzt bin ich im Lager? Okay. Hey, Soldier. We've got a long way ahead of us, and there's something I want to tell you. Okay. Don't worry, it's nothing bad. Well, depending. Oh, was los? Hear that? Infernal engine for a heart. Lets me burn as hot as the hells. Things been running in overdrive since I left Avernus. Won't be seeing my mechanic anytime soon, so I've been making the most of the extra heat. But it's meant I can't get too friendly. If I'm excited, nervous, scared, nein. I'll light you up like a firework. In den Höllen kommt ihr an eine infernalische Maschine als Herz. Ihr habt eine Maschine als Herz? Was könnt ihr durch die Maschinen tun? Ich kenne einen Schmied, der einmal in den Höllen gearbeitet hat. Vielleicht kann er helfen. Oh Mann. Arme Maus. Warum hab ich sowas nicht? Ich will das auch. Burn, baby. As hot as I can tolerate. I have to admit, it helps in battle, though I wouldn't have chosen it for myself, if I'd been given a choice. I'll tell you the story, but I really need to find someone who can tune up my engine sooner rather than later. Believe me when I say this thing is hot. The first time I faced down those paladins, they let slip they'd met an infernal mechanic in the area. A tiefling. I didn't see him anywhere. Oh nein. Vielleicht meinen sie Dämmen? Der ist ein Tiefling oder ein Waffenschmied. Wird er ausschauen nach so jemandem? Was geschieht, wenn er nicht gewartet wird? Wie sie einfach eine Maschine ist, Mann. Was ist denn? Was soll das? Halber Roboter. Halber Krager. Also, frech. Who knows? Maybe I can run like this indefinitely, but maybe not. Okay. Wenn wir jetzt schon einen kennen, dann können wir ja eigentlich sagen, dass wir schon einen kennen. Würde ich mal sagen. Dämmen. War das der in dem Flüchtlingslager? Was war der in dem Flüchtlingslager? A weaponsmith, huh? Not sure if he's the guy, but I'd love to find out. A tune-up would do this rusty heart a world of good. Hey, und wo finde ich den jetzt? Ist da einen Quest zu? Will noch irgendwer mit mir reden? Oh, danke für die Unterhaltung. War eine schöne Unterhaltung. Alle erstmal entspannt. Was passiert jetzt? Achso, ich dachte, jetzt passiert irgendwas. Nichts.
Gut. Du verlierst doch wertvolle Beute. Wenn ich mir die Beute teilweise angucke, glaube ich nicht, dass sie wertvoll ist. Blut? Die Erfahrungspunkte. Worauf? A creche must be nested in the temple below. We must go there at once. Ich hab Triso-Schrift gesagt. Was meint ihr damit? Woher weiß ich, dass ich eurem Volk trauen kann? Ich werde uns zu gegebener Zeit dorthin führen. Wir müssen zusammenbleiben, wenn wir überleben wollen. Wartet ihr auf mich. Ich kehre zurück, wenn ich bereit bin. Kommt, gehen wir zur Krippe. So. Wer ist Tirsu? Willi! Githyanki writing. Every word a wheel. Every letter is spoke. The most powerful texts are recorded in state. Some so ancient, only the most erudite Gish can read them. Okay. Wenn du das so sagst, dann ist das so. Was ich das hier am Volk. Achso, da haben wir jetzt die gleichen Antwortmöglichkeiten. Ist ja jetzt. Nicht so, als wäre die Unterhaltung irgendwie abwechslungsreich oder so. Wir nehmen einfach dauerhaft die gleichen Dialoge. Warum sollen wir denn aus ihrer Info irgendwelche Infos ziehen? Ja, ich kenne aber auch. Man weiß immer nicht, ob man denen trauen kann. Alle trauen denen nicht. Vielleicht sollten wir damit auch anfangen. Ach so. I don't need you to believe me for it to be true. Dein Zopf sieht halt ein bisschen scheiße aus. Hat man dir ja schon gesagt? Aber ich bin bisher nicht enttäuscht. Ich habe es auch nicht vor. Ja, ja. Das ist die Frage. Gehen wir da jetzt hin? Theoretisch müssen wir auch noch die Waldhexe hier, die Tante Ettel, töten gehen. Ich habe gerade überlegt, ob wir nochmal umdrehen und sie kurz mal wegschnipseln. Aber schnipseln die dann weg, wenn es soweit ist. Die hat mir so viel Schaden gemacht. Ich mag die nicht. Finde die absolut ätzend. Waldhexe. Ja. Was ist die Krippe? Kriege ich da voll aufs Maul? Bringe ich sie damit um? Ich meine, es wäre jetzt nur halb so schlimm. Ich habe eine Barbarin. Ich werde eigentlich meine Barbarin wieder mitnehmen. Ne, bring sie um. Ist kein Problem. But if we stray too far, that our chance is lost, I'll make my way there alone. Gehst doch nicht alleine irgendwo hin, du. Spinnst du? Gucken. Reise über den Gebirgspass und dahin ist die Krippe? Holy Macaroli, was ist denn mit dir? Wie weit sollen wir denn laufen, Puppe? Also du hast schon echt hohe Ansprüche. Eine Tafel. Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. Guck mal, sie kann besser. Religion. Vielleicht kann sie das. Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. Sie darf keine Religion würfeln. Salutations. Blessed be you, Pilgrim. Take respite now in the dawn's loving gaze. Besser. Direkt Religion verkackt, alles klar. Darf kein anderer würfeln. Schade, Schokolade. Da unten ist ein Händler. Oh. Geht dich gar nichts an, wer da ist. Handel mit mir. Ah, a friendly face. Oh, you are a sweet, sweet blessing, my dear. You know, und das Gesicht war tödlich so, für das zu sehen. Aber ich bin freundlich. Chased, insulted. Look over there. Do you see that wretched little hive? Hey, das ist wie ein Tempel. Ja. Gut, ich hab zu tun, das ist.
Es sieht aus wie ein Tempel, das würde ich aber auch mal sagen. Ich würde das jetzt nicht als Bienenstock definieren. Warum bist du jetzt so? Warum hasst hier in diesem Spiel eigentlich erstmal jeder jeden? Können die nicht einfach Händchen halten und Friede, Freude, Eierkuchen sich alle lieb haben? Ist das so schwer? Verstehe ich nicht. Oh, it certainly looks that way. But inside, it is swarming with brutish, stupid, rude Githyanki. Brutish and rude by your wretched standards. But stupid. Kchocki. Your charming companion would call it a creche. But it was built on what remained after the Githyanki slaughtered all of the monks. I'd call it a murderous training camp. Acutely observed on both counts. Honestly, I was doing them a favor offering to buy one of their eggs. And how am I repaid? Attacked and run off like some transient. Ein Ei? Was für Eier? Ach, so ein Kind. Was? Die legen Eier? Was ist sie nun? Warum legt sie denn Eier? Was ist denn mit ihr? Kann doch, also die. The Society of Brilliance asked me to acquire one of their roe, so they can incubate it and once it hatches, raise the spawn in their tradition. Please, do enlighten me. What is this tradition? The Society believes a Githyanki raised in a peaceful, nurturing environment can overcome its violent nature. Okay. I'm sure your friend would agree. A Githyanki is as likely to forsake its violent nature as a gnome is to fly. Wir reden alle echt abwertend über die. Also, weiß ich nicht. Man könnte halt auch einfach freundlich sein? Ich weiß nicht. Wir kommen doch sowieso in die Krippe und müssen alle abschlachten, Mann. Weil die uns umbringen wollen wegen diesen blöden Gedankenschinderparasiten. Ich weiß gar nicht, warum ich mir das hier angetan habe. Gewalt wird nicht gelehrt, nicht vererbt. Das zu wissen, muss man kein Kind rauben. Manche Dinge liegen im Blut. Nur ein Narr würde das leugnen. Tja, ihr habt mir kein Ei gebracht. Ihr werdet es also nie erfahren. Ihr habt mir kein Ei gebracht. Okay. Ich nehme das Ei, es ist meins. Sipping from the same goblet as the society. Perhaps you'd be willing to help then, to prove your point. War doch keine Eier. They may have chased me away, but surely the Gith would welcome a person with such sympathetic views to their creche. And once inside, was ist das denn für eine Einstellung? You could simply purloin an egg. So. Steal one of Gith's own. I will slit your throat for even suggesting it. Nein, wir bringen hier keinen euch um. You'll be well compensated, of course. Just bring me an egg. Wir können doch, also, wir können doch aber nicht einfach irgendwie das Ei da. Das geht doch nicht. Was haben wir denn? Klingt gut, bin dabei. Habt ihr lohnenswerte Ausrüstung dabei? Gut, aber ich will bezahlt werden im Voraus. Ich stimme euch zu. Euer Vorschlag ist abstoßen und ihr müsst. Ich stimme zu, euer Vorschlag ist abstoßen und ihr müsst sterben. Ich mische mich da nicht ein. Also, wir können da nicht. Nein, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die aus Eiern schlüpfen. Wie kommt die aus der Eierschale? Die hat doch keinen Schnabel oder so. Wobei, die Nuss sind auch aus Eiern geschlüpft. Und hatten keinen Schnabel, ne? Oder Fische. Fische schlüpfen auch aus Eiern ohne Schnabel. Das ist ein bisschen creepy, dass sie aus Eiern ein Ei geschlüpft ist. Will sie mit ihren Krallen rausgehen? Weiß ich nicht.
Kann ich mit dir handeln? When adventure calls, I am always thoroughly prepared. Take a look. Take a look. Shut up and give me. Ich will nicht handeln. Ich will nicht tauschen, ich will handeln. So rum. Oh, ein Amethyst. Was hast denn du bei dir, Mäuseli? Heiltränke, da kannst du mir erstmal alle beide geben. Ich glaube, davon habe ich genug, ne? Ihre Pfeil habe ich nicht, oder bin ich einfach nur blind? Ich weiß nicht. So eine Fiole. Hier eine Zange. Färbemittel. Ich brauche kein Färbemittel, es tangiert mich halt nicht, wie die Rüstung aussieht. Ein Knochen. Schuhe. Malachit. So, den Rest brauche ich noch. Nee, hier ist noch ein Krummsäbel. Und eine Fackel. Und warum hat sie zwei Diebeswerkzeuge? Ja, Quatsch. Die muss ich doch eigentlich haben. Gut. Kann ich auch mal ein paar verkaufen. Davon habe ich so viele. Dann kann sie die zwei hier auch verkaufen. Du. Warum stackt sich das nicht? So, jetzt kann sie hier erstmal. Oh, sie hat einen Trank dabei. Cool. Habe ich nicht geguckt, was sie verkauft. Eine Kakophonie. Ein Kampfstab. Ha. Anmut der Katze. Und ein Geschicklichkeitswert wird. Max, Bonus auf Geschicklichkeit für Sprungweite erhöht. Blitzfeuer, Kälte, Säure oder Schallschaden mit einem Zauber oder Zaubertrick bewirkt, erhält er zwei Züge lang Wucht. Ist das was für ihn? Oh. Ich weiß immer noch nicht, was ich mit diesen Blitzladungen mache, aber für. Ach, mittlere Rüstung. Schade. Handschuhe des Zunders und Zischens. Jetzt Dornhagel kriegt dafür sengender Strahl. Bewirken zusätzlich 1-4 Feuerschaden. Das ist natürlich smart. Dann könnte ich bei ihm aber den sengenden Strahl rausnehmen und müsste bei ihm 9. Einfach nur für einen anderen Zauber, wobei mehr Schaden. Waffenlose Angriffe zählt ja eigentlich. Sind Zauber waffenlose Angriffe? Ich denke, ne? Ja, er kriegt die jetzt. Wo sind die hin? So. Damit. Freu nicht. Wenn du sterbend bist, stabilisierst du dich zu Zugbeginn automatisch. Ich das? Was habe ich denn da jetzt aktuell? Oh, ne? Des Öfteren mal geheilt. So einen ganzen Ausrüstungskram, glaube ich, an irgendwen anders übergeben. Was ist das? Eine Flöte! Weg damit. Heiliges Wasser. Wunderbar. Now. Jetzt ist die Frage: Holen wir jetzt ein Ei oder nicht? Oder schnitzeln wir sie einfach um, weil sie ein Glythanti-Ei möchte.
Aber sie ist halt actually die einzige Händlerin, der wir irgendwie was abluchsen können. So, in der Nähe. Weiß nicht. Weiß ich nicht. Ah, ne. Ich kann das. Ich kann das nicht entscheiden. Warum habe ich den ganzen Shit denn jetzt nicht verkauft? Bin ich doof? Das Geld mal wieder Gale übrigens. Dann kommt hier mal der ganze Ausrüstungsshit, den man vielleicht noch braucht mal an Gale. Der sammelt actually Ausrüstung. Ausrüstungslager, Schriftrollenlager. Jeder hat seine Aufgabe. Ein Zwergengedicht. Aha. Ich hab gedrückt. Reise, Reise, die Grippe, Grippe. Die Geheimnisse des Artefakts. Okay. Suche das Nachtlied. Den Geheimgang. Eine Tür unter dem Tempel erwähnt wird, was war unter dem Goblin-Lager verborgen. Ach, das muss hier Dingens sein. Damon muss mal den anderen Flüchtling gegangen sein. Ja, ist ja super. Okay, das wird ja unten. Ein Sohn der Selyn fiel hier in die Finsternis und wir versiegelten sein Grab in dem heiligen Glühen. Möge der Vollmond die Sterne nie mehr berühren. Möge die Finsternis niemals die Schwelle der Mondmaid erobern. Treppe unter Tempel gefunden. Die Monde drehen sich wohl, aber in welche Richtung? Eine Reihe von Sternen und Mondphasen sind darunter gezeichnet. Mhm. Alles klar. Hier ist noch eine Perle. Ezel, ehrlich, wie unnötig bist du? Ach hier, das Glysanti-Großschwert wollte ich ihr noch geben. Guck mal. So bestimmt 7 bis 20 Schaden. Ja, aber sowas von. Das nimmst du mal mit, ne? Was dahin? Weg damit. Wunderbar. Immer noch so viel Shit. Eieiei. Der Chemiebeutelkram geht an sie. Sie hat auch schon wieder Geld dabei. Ist hier drin? Der Kram, den ich behalten will, alles klar. Das hier kommt ins Lager. Das sind Schlüssel. Ah, jetzt habe ich ja zumindest mal ein bisschen Platz. Ich würde sagen, das war doch hier. Das ist doch Loot. Ach. Eingestürzter Baum. Balsam für die Seele. Warum spiele ich als sie? Boah, nichts drin. Boah, hässlich ist nicht, ne? Da ist noch ein Schild. Approach the fairy in Lathander's grace. May his gaze shine upon you, Pilgrim. Diesmal kein Check. Eine Seilbahnrolle. Stärke. Nee, ich bin nicht stark. Kann ich das, kann ich abbrechen? Wow. So, komm. Danke.
Minus eins, ey. Er jetzt dadurch einen Zauberplatz verloren? Ja. Okay. Ist da unten noch irgendwas? Oder führt der Weg hier einfach nur... Oh ja, da ist noch was. Oh ja. Ein Pfeil. Und noch ein Pfeil. Und ein Apfel. Und ein Apfel. Und ein Pfeil. Und eine Truhe. Alles klar. Hier geht's runter. Hätte ich ja auch einfach um den Pudding laufen können? Ich kann also mit der Seilbahn fahren oder um Pudding laufen. Schön. Jetzt habe ich die Seilbahn geholt. Jetzt will ich auch Seilbahn fahren. So, diesmal darf sie aber die Seilbahn drehen. Ach so, cool. Will ich auch Seilbahn fahren? Bin nicht umsonst geholt. Kloster Rosenmorg. Oh, mächtiges Elixier der Arkan-Kultivierung. Heiltrank. Gold. Silberamulett. Pilgergebet. Silberamulett. Pilgerfluch. Pilgergebet. Pilgerfluch. Und Nervskrokus. Gib mir alles. Ich rate, das ist irgendein... Guten Morgen, der Thunder. Das gleiche. Morgenfürst, du gehst über gar nichts auf. Du bist nur ein Scheißschwindler. Wie all die anderen Drecksgötter. Verdammte Schweine. Oink, oink. Ihr könnt der absoluten gar nichts. Sie ist wunderschön und ihr seid noch billige Huren. Gib die mal ans Lager. Gib das mal an Lysel und das an Gail. Alles klar. Du erhältst einen zusätzlichen Zauberplatz zweiten Grades. Okay, du gehst mal an Gail. Kann ich das werfen? Gib's an Shadowheart. Die wird damit schon was anfangen können. Ist nur Sackgasse? Ja. Und ein Herbstkrokus. Okay. Kriegen bestimmt Ärger, wenn jetzt die Sackgriffe kommen. Wahrscheinlich einfach nur weil. Oh, ich müsste ja jetzt schon fast da sein. To be clear, you're going to lead us into a nest of Githyanki marauders, and we're supposed to trust that will end well for us. Da? Is that a problem? More a sign of the times, I suppose. Es ist kein Problem, das ist alles easy peasy lemon squeezy und so. Wer sollte mit sowas ein Problem haben? W-Punkt, schön. Ist noch Wurzeln. Kann ich irgendwo hoch? Ja, und dann hier rüber kann ich dann. Und hüpp. Sehen, wir haben ja auch gar nicht geschlichen. So. Warum versteckst du dich da? Was bist du?
Guck mal, du kannst Feuer. Haut mich das, ist die Frage. Es krepelt hier so unsichtbar. Aber ich kann nicht damit reden, ne? Kann sie damit reden? Stufe 3 Zauber mit Tieren sprechen, mit Toten sprechen. Mit Toten? Warum ist der denn zweimal da drin? Was ist da denn schiefgelaufen? Wollen nicht mit denen sprechen. Untersuchung. Oh nein, bist du süß. Frage, haut die mich jetzt, wenn ich da einfach rüberspringe? Ja. Okay. Ein Haufen Kätzchen. Hätte ich einfach mal von draußen drauf gehauen. Hoppla. Viel Leben hat die nicht. Alle Säle ist dran, alles klar. Was für Weg ist unterbrochen? Warum kann sie denn da jetzt nicht... Hallo, erstmal hinterhergesprungen. Erdwelk. Erdwelk. Kritischer Fehlschlag. Ult. Ja, du haust da jetzt erstmal drauf. Warum haut sie da halt eigentlich immer doppelt drauf, wenn ich nur sage, nimm den Hauptangriff? So, das erschließt sich mir nicht so ganz. These boots have seen everything. Ich das einfach. Ach, hab. Uff, ich wollte seinen Zauberslots noch ändern. Scheibenhonig. Instabil? Was für instabil? Achso, da stand ja irgendwas von Magie. Allergie. Wenn ein Zauber oder Zaubertrick nahe bei der Gemischka gewirkt wird, reagiert sie möglicherweise auf die Magie und ein zufälliger Effekt wird ausgelöst. Okay, das klingt irgendwie witzig. Nicht schubsen. Der kommt wahrscheinlich nicht ran, ne? Doch. Aktion. Warum ist die Bonusaktion gleich mit aufgebraucht? Da. Wahrscheinlich immer noch nicht weg, ne? Weil sie das auch hat. Nachteil? Rot. Nachteil. Okay, hau doch einfach die Katze hier. Und dann haust du die Katze da. Und mit einer Bonusaktion haust du nochmal die Katze da. Und dann greif in einer Runde fünfmal an. Alles klar. Dein Gegner wird schwindelig benommen. Aha. So, ich hätte halt einfach gerne so nur einmal angreifst. Danke. Kritischer Treffer, jawohl. Cool, er ist halt nicht ganz so useful. Das war ein kritischer Treffer. Kann er noch als Bonusaktion schubsen?
Sie benommene Katze. Aua. Ich würde nicht viel Schaden machen. Das ist eine Stufe 1 Katze, oder? Ja. Aber es ist süß. Ich hätte es gern gefangen. Sie kann sich halt den Beistand dann halt erstmal schenken. Du kannst mal auf die Katze. Was für Fehlschlag. Lebst ja immer noch. Ich verarschen? Ah, danke. Warum? Achso, erfordert eine kurze Rast, alles klar. Nebelschritt. Ja, Nebelschritt ist gar nicht mal so unsmart, ne? Noch eine Aktion. Und auf die Katze. So. Ich weiß nicht. Und nochmal. Wunderbar. Und tap. Er hat echt keine coole Bonusaktion, ne? Was ist das? Ne, das brauche ich nicht. Es hat sich verdoppelt. Cool. Der Punkt nicht erreichbar. Alles klar, weil Gale einfach im Weg steht. Cool. Quatsch. Heiligtum. Ich brauch das alles nicht. Es ist witzig. Raufhauen. Und. Oh. Ja. Raufhauen. Mischka. Mischka Schwanz. Alles klar. Jetzt hätte ich hier wahrscheinlich die Schwänze ohne Ende farmen können, wenn ich die Magieallergie hätte. Die ist doch benommen. Die lebt doch noch. Kann ich die jetzt mitnehmen? Ist doch nur benommen, die lebt noch. Bewusstlos, dauerhaft. Oh nein! Hola! Welches Kapitel bist du gerade? Ich glaube, ich spoilere mich gerade. Ja. Ich bin über einen Gebirgspass gelaufen. Das heißt, theoretisch glaube ich jetzt am Anfang vom zweiten. Merven! Oh, jetzt ist sie tot. Aber ich habe sie noch nicht gelootet. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Eine Beschwerdeliste. Dank des Sprechens mit Tieren. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Weil die Shadowheart mit Tieren sprechen kann. Oder unseren Kobolde. Da sind keine Glühsanti drin. Schloss knacken. 10 von 10 Game, ja. Du kannst ja so viel Shit machen. Und wenn du tote Katzenkreaturen wirfst. Dann gut, dass ich so viel Bonus hab. Hätte ansonsten alles wieder angefangen, wie es gestern aufgehört hat. Ein episch wirkendes Buch. So episch.
das mit einer illustrierten Seite über Dämmermeister Vazeid beginnt, wie er zu Pferde gegen eine Armee aus Scharitenklerikern auszieht. In seiner erhobenen Hand hält er seine getreue Streitaxt und ihre scharfe Klinge leuchtet in Lathanders Licht. Alles klar, gib mir das her. Ist meins. Gib das doch einfach her. Guck mal, hier ist noch ein Schloss. Und upp. Locker, lockig, Schlösser knacken. Gib mir das Elixier. Was ist das für ein Buch? Ach, hey, nee, nee. Das ist aber viel jetzt.